Stolpersteine weg. So. 60 Holzstacheln. Mhm. Jede Menge. Wird schauen, dass ich so auf 100 fertig gekommen und den Rest des Holzes behalte ich dann. Ja, ist okay. Guter Plan. Die 100 werden zwar nicht für drei Reihen reichen. Ja, so. Scrap. Scrap. Das ist noch Scrap. Das ist Scrap. Das ist Scrap. Schauen wir mal. Da ist es. So, was haben wir hier? Das dürfte auch so ein Drive-In sein, ne? Keine Ahnung. Wir machen Federn. Mhm. So, dann schauen wir wieder mit Stacheln verarbeiten. Das ist ja ein Wahnsinn, da ist ja nirgends was drin. Drück die Daumen, Baumstumpf, ah, der ist schon leer. Scheiße. Ich hätte gehofft, die ziehen noch nicht raus. So, und na die gut. Letzte. Nada. Ich komme jetzt trotzdem zurück, sonst hängen wir. Da ist ein Militärlager. Okay. Das ist dann nur noch verbrannt. Das macht dann eher weniger Sinn. Also. Ich schenke euch große, schöne Bäume. So, dann laufen wir mal dahin. Kommt schon, Jungs. Ah, wo steht da? Ein Kran. Okay, da steht er wieder auf. Militärlager da oben.
So. Was kann ich denn essen? Ah, das ist alles schieß. Ah, schreck mich. Sorry. Ich sehe die ganze Zeit den Zombie und denke mir, ah, da habe ich noch Zeit, das geht sich aus, daher kommt da ein zweiter von hinten. Leck. Scheiße. Fuck. Na, mit. Ach ja. Eigentlich könnte ich mal ein bisschen üben. Infiziert bin ich ja eh schon, ne? Der funktioniert? Ja, das ist cool. Hör auf zum Brennen. Du hast ja nichts gehabt. Gut. Also ich bin jetzt wirklich blind durch, also wahllos durch die Gegend gelaufen. Mining Helm, yes! Ja, sehr schön. Habe ich auch einen. Da kriege ich nicht eine. Okay, was mache ich da? Das wird gescrapped. Passt. Das wird gescrapped. Passt. Das wird gescrapped. Passt. Man kann den Mining Helm nehmen. Hehe. Ja. Reicht da hinten schon? Das schaut sehr interessant aus. Das Vogel ist nur weg. Den Baum noch. Tim, tim, tim. Jetzt haben wir wieder Platz, wobei es ist eh nichts drin. So, ein, zwei Bäume gingen noch, dann ist die letzte Steinachs da durch. Okay. Was ist jawohl, das und wir haben die 100 Holzstacheln. Sehr okay. Schön. Die letzten 25 jetzt, werden jetzt noch produziert. Mhm. Ich muss wieder was trinken. Das war jetzt da mit einem Pfeilen vom Wetterschutz, der ist noch nicht ganz aufgerüstet. Okay. Das ist also. Gut. Ich habe gefunden eine Schatzkarte oder Rätsel. Oh, super. Was ist es? Okay, was ist da vorne? Okay, was heißt versteckt und okay. Passt. Ah, da oben ist eine Kühltasche, das könnte. Nur die Federn. Okay, die Steinaxt ist durch. Zerlegen. Gut, dann würde ich sagen, werde ich mal die Holzstacheln, die ich jetzt habe, aufbauen. Mhm. Dann sehen wir gleich mal, wie weit wir kommen. Ein bisschen Zeit haben wir ja noch, wenn uns extrem viel fehlen wieder. Oh, ich habe eine Waffe gefunden und keinen Platz. Scheibengeister. Was mache ich da? Was mache ich da? Gut, das verarbeite ich auch gleich. Das geht. Das scrap ich auch. So, und schon kann ich es nehmen. So, home sweet home. Ich bin noch etwas unterwegs. Ja. Oh shit.
Nein, das so, ich brauche jetzt eine Steinaxt, die ich brauche. Hehe. Nicht, das war's nicht so. Gut, dann schauen wir mal, wie die Specs da so ausschauen. Du bist easy zum Nehmen. Soll ich die Leiter, soll ich an der Leiter Woodspecs dran stellen? An der Leiter Woodspecs dran stellen? Ja. Nein. Lassen wir das drüber bauen oder lassen wir es so? Lassen wir es so, bitte. Okay. Ich mit meinem tollen Geschick. Na, ich habe sorry keine Apotheke gefunden, vielleicht, ja. Ein Schloss? Wer braucht ein Schloss? Ich nicht. Okay, warum? Ah, weil das da steht, oder? Ja, dann wird das da weichen. Oh, ich brenne, okay. Shit. Ach du Kacke, bringt da in der Front nichts dran. Steht irgendwas im Weg? Jo. Diese dämliche gelbe Verzierung. Eine. Ah. Was? Warum hat das jetzt 12.000? Hallo? Was war das? Okay, einen roten Pinsel hätte ich. Warum habe ich einen roten Pinsel? Das ist. Oh ja, 12.000, ist jetzt irre. Dann kann ich es nur, so herstellen. Ja, scrappen. Was ist das? So. Schaut sehr interessant aus. Was denn? Ah, das, was da so eingezäunt ist. So, dann machen wir zu. Wieder Menge Autos. Ich probiere es jetzt einfach. Da drüber. Nein, komm retour. Ja, ich gebe mich meinem Schicksal hin. Okay. Vielleicht finde ich noch Federn. Wäre ja nicht schlecht, ne? Scheißhaufen. Ah, dann hab's mal. So.
stellen wir die letzten paar da noch dazu. Ah ja. Gut, ja. Puh. Wie viel Holz habe ich noch? 146, ich hab nur 10 Pfeile. Okay. Ich habe 81 und mach laufend welche. Bauen wir dann mal 90. Und zumindest wieder 100. Dann werden wir den Rest schnell ausleeren. Dann werden wir versuchen. Ich gehe jetzt einfach auf Nesterjagd. Noch ein bisschen Holz zu farmen. Mhm. Okay, das ist jetzt nicht mehr da, also auch nicht. Die Samen können da rein. So. Wir haben wieder jede Menge Eier für. Ich habe auch ein paar Eier. Jede Menge Federn. Also jede Menge ein paar. Ah, das Eisen. Nein, no, da ist. Was denn? Nein, nix. Passt. So. Dann da. Das verrottende Fleisch rein und die Knochen rein. Gut, da haben wir noch was. Was ist jetzt? Gewitter. Das ist einmal Gewitter. Ja. Das dauert jetzt, bis er das zerlegt. Dann. Achso, ich habe keine. Naja, ich hab meine Steinäxte. So, na geh her. Falsche Taste. So, Federn über Federn. Das ist gut. Verrottetes Fleisch kann man sich halten. Was war? Okay. Ich hab die Gabe hier. Nicht. Duct Tape, ja, nehmen wir auch. Vergammelte Pizza, die kann ich entstecken. Die musst du nehmen. Ja, die muss ich mitnehmen. Das vergammelte Brot. Warte mal. Ah ja, das werde ich da einiges reinlegen. Das macht Sinn. Liegen lassen. So. So, du heißer Typ, komm her. Scheiße, ich glaube, das war's jetzt. Oder auch nicht. Und das war's. Oje. Oje. So, wart mal kurz. Ja, wenigstens bin ich dann geheilt und ich habe einiges mitgebracht. Okay. Irgendwas Wichtiges im Gürtel gehabt? No. Nicht wirklich. Dauert heute ein bisschen länger. Werden wir gleich sehen, was mit dem passiert, was wir gerade in Arbeit gehabt haben. Ich habe nämlich gerade
ein was? Paar. Ich meine was. Ach so, das, was du produziert hast hinten, oder was? Genau, ich habe gerade ein paar Pfeile gemacht. Genau. So, die Batterie, die Coins. Sorry für das Schrecken, aber das war einfach puh. Ja, die Zuschauer sind das schon gewohnt auf deinem Kanal. Das sind das von mir gewohnt, ja, das ist okay. Es tut nichts zur Sache. Passt. Spannend wäre es ja, die Tipra auch zu sehen live. Nein, von dem in real nicht. Life, wie die Reaktion ist. Weil sie fährt dann nämlich mit dem mit Sessel sie mindestens einen Meter nach hinten. So, schimmeliges Brot, vergammeltes, das grüne Sandwich haben wir 24 Stück. Ja, Sandwich. Ah ja, du hast Brot. Brotbox. Ja, ja. Hab schon geknissen. Ich räume da mal alles wieder aus. Jede Menge Zeugs mitgebracht. So, ich werde mal die Pfeile noch machen. Das kommt auch neben rein. Ach, bitte, wir haben 38 Eier. Cool. Jo, ich hab 20 gekriegt. Mhm. Einige gefunden, da ist so die Liste, die ausgerückt hat. So, dann schauen wir mal, was wir jetzt noch zusammenbringen an Holzstacheln. Zwar grau 73, aber eine schöne Pistole ist dabei. Dann fertigt man nochmal schnell 20 Stück. Was brauchst du denn? Holzstacheln. Okay. Also brauchen. Ich farm halt noch. Ja, ja. Wo sind sie? Da sind sie. Da ist unser Hause. Allzu weit will ich nicht mehr weg. Und aufstellen sollte sie auch noch. So, dann werden wir den da dann immer noch craften. Mit. Und ich werde dann noch zwei Äxte craften. Was kann man machen? Ach, ich nur 6. Okay. Nein, ich habe leider nur 130 Holz. Na, dann macht er lieber Pfeile. Yep. Vielleicht da oben aufrüsten, die noch nicht ganz fertig sind, bitte. Ja. Na, dann brauche ich jetzt nicht drauf, dann stelle ich nur die Holzstacheln auf. Mhm. Und dann geht's auch schon an. Okay. So, das ist ja gut. Boah, das ist. Wenn der Gras steht im nächsten Block, ist es unmöglich, diese Dinge aufzustellen. Was ist jetzt? Was denn? Naja. Ja, jetzt bin ich wieder 94 oder 4. Nein, es wird, kommt ja sowieso nur Reiter dazu, insofern ist es egal. So, der Mais wächst, das ist eine Freude. Gut, es waren aber eh nicht mehr viele, gell? So, ich glaube, ich mache mir einen Weg nach oben. Also es kommen noch Holzstacheln, aber ich glaube, ich habe alle produziert. Ja. Die ich hatte. Ich habe 165 Pfeile. Passt super. So, dann machen wir dazu. Ja, wie kommt denn das? Da ist zu. Du hast das da schon aufgerüstet. Ja. Was denn? Ja, ich habe jetzt nur dürftig aufgerüstet. Gut. So eine schöne orange untergehende Sonne. So, einen Moment bitte. Ich habe mein Headset verloren. Wie was?
Ach so, vorhin oder was? Ja, das ist mir noch gar nicht aufgefallen. In der Schrecksekunde. Ehrlich. Ja. Pfähle. So. Ein paar Pfähle könnte man noch machen, oder? Gut. Schauen wir mal. Ja. Naja, so, dann unterbrechen wir da mal kurz und. Ja, du. Das war, ich sag an, du sagst ab. Aha, okay, ganz was Neues. Ach, diese Veränderungen immer. Und wir Männer mit Veränderungen. Ja, genau. Ja, wenn es sehen wollt, wie es weitergeht mit Veränderungen und mit einigen Zombies in der Nacht, mit dem ersten Blutmond, ja, mit der laufenden Tibra da drüben, dann schaltet es wieder ein bei 7 Days to Die mit der Tibra und dem Anduin. Bis dahin, Happy Gaming und ciao, ciao. Ciao. Hallihallo und willkommen zurück für 7 Days to Die mit Anduin. Hallo, grüß euch. Und meiner Wenigkeit. So, ich räume noch ganz schnell aus. Und es hat. Schau mal, wo hier sind. Okay. Meinen Helm auf. Wie es sich gehört, und, ein Gewitter dazu. Das weiß ich nicht mehr, wo ich den aufdrehe. Also. So. Ja, noch herrscht das Chaos in unserer Ordnung. Na, woher kommen Sie? Es ist der erste Tag, also ich denke, gar nicht, ne? Ja, dann schon. Das sind die, die sich immer auf den Häusern verstecken, zu denen wollen wir nicht mehr. Die sind fad. Mhm. Nein, da kommt wirklich nichts. Ich schaue in die Stadt rein, da ist einmal nichts. Okay, ich bleib auf der anderen Seite. Kommt von oben irgend so ein Arsch? Ja, Arschgeier, genau. Sieht man auch schon. Nein. Tut sich auch nichts. Genau, unten keine Zombies, aber 400 Arschgeier. Ja, genau. Ui, ich sollte das andere Zeug wieder anziehen. Beziehungsweise ein Ding so ausziehen. Ein Fontry, ich hab's auch gerade gesehen. Schon. Wo ist er da? Der kühlt schon heftigst. So, es tut sich aber trotzdem noch nichts. Na? Ja. Das haben wir eigentlich auch noch nie gehabt. Eine Blutmondhorden-Nacht ohne Blutmondhorde. Ja. Geh bitte. Für das haben wir so einen Stress gemacht. Naja. Wir hätten das nicht abgesichert. Dann wäre gleich bei der ersten Horde der Feral-Zombie dabei und. Die würden einen Schweizer Käse aus dem Ganzen machen. Jo. Ja, wenn sich da nichts tut. Die sitzen hinter den Häusern und lachen. Mhm. Schau mal, die zwei Idioten, die suchen uns. Okay. Ah ja, mir wird wirklich kalt. Mhm. Ich sehe es auch gerade bei mir. Ich glaube, es ist eine Jacke drinnen. Okay. In der rechten Kiste. So eine gefütterte. Oh, gefütterte Jacke in der rechten Kiste. Ja.
Alles klar, wird schon wieder. Das gibt's ja nicht. Ich denke, ich schaue gerade, ob ich irgendwas lese im Serienmanager-Fenster. Nix, gell? Vielleicht ist der Tag 7, ist das neu, ist das ein Fake? Oder Nacht 7? Na gut. Was da ist, verhält sich ganz normal. Okay, dann werden wir das, glaube ich, hier abbrechen. Kommt oder? Da einer? Nein. Wo? Ja, einzelne Schlurfe werden sicher kommen, ne? Aber das kommen sowieso. Also, das haben wir noch nie gehabt. Nee. Oder? Mhm. Kann mich nicht erinnern, dass die Horde mal auslassen hat. Wenn wir dann am nächsten Morgen runtergingen, auf einmal stehen sie irgendwo. Vermutlich. Unter einem Baum oder so. Wo sie nicht weitergekommen sind. Da, alle hintereinander. Da. Ja, was? Nein, das ist auch nur der Ost. Okay. Ich glaube, es ist sinnlos zu warten. Wir werden das einfach abbrechen. Das ist irgendwie ein Hass. Ja, mag ich auch nicht. So. Ja, okay, sollte noch was kommen, dann schneiden wir das irgendwie zusammen, aber ich rechne ehrlich gesagt nicht mehr mit sehr viel. Mhm. Wenn was passiert, wie gesagt, drehen wir sofort auf und es wird da dazu geschnitten. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.